Ja, mein Lieben, was muss sehen? Willkommen zu einer Live-Reaction von Fremdem Heroes. Neue Helden kommen zu Fremdem Heroes. Richtig krass. Ich kann es kaum erwarten. Das wird richtig cool. Ja, ich habe keine Ahnung, was für Helden die jetzt zeigen werden hier. Das Einzige, was ich weiß, ist halt das Titel des Videos, ne? New Heroes, Harmony Amid Chaos. So nennt sich das Video. Also auf Deutsch halt Harmonie oder Einklang inmitten des Chaos. Alles klar. Bin mal gespannt, was das für eine Referenz jetzt sein könnte, also zu welchem Final Game, weil ja, wie ich Intelligent System kenne, die könnten jetzt natürlich das zu jeglichen Final Game jetzt referenzieren, weißt du? Denn ja, Intelligent System ist heutzutage so, dass sie halt sowohl für die Veteranen als auch für die Newcomers halt sich sorgen, indem die halt die ganzen Helden von alten Final Games als auch für die neuen Final Games halt reinbringen, weißt du? Und ja, alles klar, wunderschön. Ja, anders als bei der Zelda-Franchise, nur so zur Info, wo halt die ganzen Zelda-Entwickler halt sich nur um die Breath of Wild-Fans sich kümmern, also nur um die Newcomers, aber sich absolut nicht um die ganzen Zelda-Veteranen wie uns sich kümmern, wie man ja sehr klar und eindeutig mit dem Sequel von Breath of Wild ja erkennen kann. Aber das ist ja bei Zelda so mega bescheuert gemacht. Bei uns hier bei Fire Emblem ist es nicht so, also keine Sorge. Ja, also ja, dementsprechend weiß ich nicht, was für Helden jetzt vorkommen können. Es können jetzt alle möglich sein. Ja, ich persönlich wünsche mir Awakening Characters, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, ich kann natürlich falsch liegen, ne? Gut, dann würde ich sagen, fangen wir auch dann direkt an. Das ist ein, ja, ein, ja, wie soll ich sagen, das ist ein anderes Video, als wie wir sonst halt darauf reagieren, auf Fire Emblem Heroes, weil ich habe davor halt immer auf die ganzen Legendary Heroes halt reagiert, weißt du? Und ja, wie soll ich sagen, halt, hier ist es jetzt so, wie wir das vor einem Jahr ungefähr hatten, wo ich halt zuletzt so auf so eine Art von Banner reagiert habe, ne? Hier werden die mehr als einen Charakter zeigen. Ja, oh, warte mal, da fällt mir gerade ein, diesmal wird es auch ein bisschen anders ablaufen, als wie wir das vor einem Jahr gemacht haben. Weil erinnert ihr euch, meine lieben Wurzelmusins, vor einem Jahr oder so, als wir halt auf die ganz normalen Fire Emblem Heroes Banners halt reagiert haben, da hat ja damals Intelligent System das so gemacht, dass sie halt einen Charakter nach dem anderen hintereinander halt gezeigt haben, weißt du? Was natürlich perfekt für die ganzen Live-Reaction ja, war, weißt du? Aber heutzutage, mittlerweile, haben die das bisschen, ich will nicht sagen bescheuert, aber schon echt dumm gemacht. Jetzt machen die das so, also es ist mir aufgefallen mit den anderen Banners halt, wo ich jetzt nicht drauf reagiert habe. Da haben die das jetzt so gemacht, dass sie ganz am Anfang des Videos halt alle Characters zeigen, weißt du, also schön dich erstmal voll spoilern, wer alles jetzt in diesem Banner dabei ist und danach halt ein nach dem anderen. Was mega dumm ist halt, was soll der Scheiß? Es ja ruiniert ja die ganzen, ja, wie soll ich sagen? Live-Reaction und so, weißt du. Aber ich habe einen Trick, wie wir das umgehen können. Ich muss einfach nur meine Augen schließen. Ganz einfach. Ja, deswegen nicht wundern, ich werde meine Augen schließen ganz am Anfang und ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt werde ich dann meine Augen wieder öffnen. Ich muss nur genauer hinhören. Ja, und dann, ja, dann wird es halt ganz normal sein, dann werde ich mich auch nicht spoilern. Ne? Nur so zur Info, damit es nicht so ein bisschen komisch rüberkommt. Ne? Gut. Nachdem das geklärt ist, würde ich sagen, fangen wir auch dann direkt an, ne? Und zwar in 3, 2, 1 und let's go! Okay, jetzt muss ich meine Augen schließen. Okay. Okay, ich glaube, ich kann meine Augen jetzt öffnen. Okay. Oh, wait! Hä? Okay. Bernadetta, alles klar. Was? Eternal Lorna? What? Okay, ist ja voll geil. Das kam voll unerwartet, okay. Jo, seht euch diese. Jo, seht euch euer dieses Skill an. Skillset richtig krass. Let's go, Bernadetta von Three House, richtig geil. Oh, Annette, okay. Okay, alles klar. Voll geil. Okay, das kam voll unerwartet. Ist ja voll geil. Jo! Ist ja voll cool. Okay. Oh, der Crusher! Das ist ja ihre Waffe. Ist ja voll geil. Jo, aber warte mal, kriegt sie das nicht irgendwie Post-Time-Skill? Okay, wie auch immer. Okay. Oh, Ferdinand, let's go! Ferdinand war einer, let's go! Yo, er ist mein Lieblings-Final Three House Character, ist ja voll geil. Let's go, willkommen, ist ja voll cool. Okay. Oh, was zum. Oh, sein Skillset ist ja natürlich ein bisschen lame. Das ist natürlich jetzt enttäuschend, was soll der Scheiß? Intelligence System? Na gut, was soll das? Immerhin ist er ein Game, okay. Oh, Lassisia.
Okay, alles klar. Okay. Das Artwork sieht voll komisch aus. Das hat mich voll jetzt weggeworfen, aber okay. Oh, hey, das ist ja voll geil, genauso wie im Game. Alter, Deathblow 4, habt ihr gesehen, wie viel Attack? Ja, ist klar, richtig voll overpowered, ist klar, genauso wie im Game. Wie in 3 Hours. Voll cool, Bernadetta und Annette. Richtig cool, und Lysicia und, was zum Sutre? Ja, ich wollte sagen Ferdinand, aber okay. Oh, ja, was zum, da ist The Flame Emperor. Seht ihr das da hinten? Habt ihr ihn da hinten gesehen? Das ist ja voll geil. Yo, let's go, einfach mal 3 Hours. Das ist ja voll geil. Das war ja eine voll die coole Überraschung. Voll geil, habt ihr gesehen? 3 Hours. Ist ja voll cool. Zwei meiner Lieblingscharakters sind einfach mal dabei. Endlich, ey. Richtig cool. Bernadetta und Ferdinand sind damit gemeint. Richtig cool. Ich finde auch Lysicia richtig krass. Richtig cool. Yo, voll geil. Und Annette finde ich auch okay. Alles klar, voll geil, das war voll die coole Überraschung. Jo, was geht, Alter? Wisst ihr, was auch ziemlich cool ist? Ich habe für Bernadetta und Ferdinand, ne? Für diese beiden Characters habe ich auch für Choose Your Legends gewotet, weißt du? Und siehe da, jetzt sind die halt in Final Heroes, richtig geil, ist ja voll cool. Richtig cool, also vielen Dank Intelligent System, richtig cool, habt ihr meine beiden Lieblingscharakters von Black Eagles auf jeden Fall reingebracht, richtig geil, feiere ich extrem, richtig cool. Das sind natürlich jetzt nicht alle Characters von Black Eagles dabei, weißt du, ich glaube, wir haben jetzt nur von Black Eagles, ist nur Eldegard, Bernadetta, Ferdinand und Petra, glaube ich, ne, genau, ja, nur die vier, okay. Voll geil, Alter, meine beiden Lieblingscharakters von Black Eagles, richtig cool, let's go, feiere ich extrem. Voll geil, das war eine coole Überraschung, ey. Gut, dass ich eine Live-Reaction dazu gemacht habe. Richtig krass. Ja, okay, ja. Das wäre es eigentlich auch gewesen, meine lieben Bros und Musins. Voll cool, Alter. Oh, Mensch, ey. Okay, richtig cool. Jetzt hat Intelligent System was für die Newcomers so gesehen gegeben, weißt du. Also jetzt hier mit Treehouse, richtig krass. Davor war ja halt irgendwie viel mit den alten Fire Emblem Games, ne. Für die Veteranen und so, richtig cool. Richtig geil. Zum Beispiel die Zelda-Entwickler würden uns auch so behandeln, aber kannst du vergessen. Ja. Auf jeden Fall, meine lieben Bros Musins, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war ja eine coole Überraschung, ne? Mit Three Houses, richtig geil. Gut, dass ich den Live-Reaction dazu gemacht habe. Ist ja voll geil. Ferdinand, let's go, Alter. Völlig extrem, Alter. Richtig cool. Ferdinand und Bernadetta. Das sind so meine 2 Top-Picks, weißt du. Wahrscheinlich eher mehr Bernadetta werde ich holen, wenn ich ehrlich bin mit euch, meine lieben Bros Musins. Weil ich denke, Ferdinand wird eher demoted, wenn ich so sein Skillset gesehen habe. Sei es ja doch ein bisschen enttäuschend. Aber hey, vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm. Denn gibt es jetzt natürlich dann, wenn er demoted wird, dann gibt es natürlich bessere Chancen, dann ihn zu holen. Ne? Okay, gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Bros und Musins. Das war eine geile Überraschung. Und bis zum nächsten Mal, meine lieben Bros und Musins. Das war euer Real Link. Ciao!